Willkommen auf meiner Reise durch 5000 Jahre Weltgeschichte. Unglaublich, was sich auf unserer kleinen Erde so abgespielt hat. Wer hat alles an dem großen Rad gedreht? Und wie wurde die Menschheit zu dem, was sie heute ist? Lassen Sie uns aufbrechen zu einer ganz besonderen Zeitreise auf 4 Kontinente, zu den Entdeckern und Königinnen, die Sie schon immer treffen wollten. Diese Herrschaften zum Beispiel dürften Ihnen allesamt bekannt vorkommen. Na, das kann ja heiter werden. So, und nun kommen Sie einfach mit. Ich bringe Sie dorthin, wo man Weltgeschichte auch heute noch hautnah erleben kann. Haben Sie schon Reisefieber? Ich auch. Ich bin genauso neugierig wie Sie. Also, ich bin dann mal unterwegs in der Weltgeschichte. Kommen Sie mit mir ins britische Weltreich, in dem die Sonne nie unterging. Ein Viertel der Erde gehörte zu Queen Victorias hübscher Staatensammlung. Damals begann die industrielle Revolution. Alles wurde immer schneller. Ein gewisser Karl Marx gab mit vielen Worten und Zigarren revolutionären Gedanken Zunder. Und dann wurde der Zarenpalast in St. Petersburg gestürmt. Große Kriege und Katastrophen haben das 20. Jahrhundert geprägt. Und dann kam noch eine Revolution, eine friedliche. Der Kommunismus brach zusammen. Die Berliner Mauer fiel. Der Buckingham-Palast in London war Mitte des 19. Jahrhunderts sowas wie der Mittelpunkt der Welt. Denn Queen Victoria regierte über ein Reich auf 5 Kontinenten. Das größte, das es in der Geschichte jemals gegeben hat. Großbritannien war der Weltpolizist, so wie später die USA. Außer Russland hatte das britische Weltreich keine ernstzunehmenden Feinde mehr. Victoria war stolz darauf, made in England zu sein. Und die Briten waren stolz auf ihre Königin. Eigentlich sieht sie ja aus wie eine liebe Großmutter. Gut, sie guckt vielleicht ein bisschen strenger. Immerhin war sie ja auch die mächtigste Frau der Welt. Nach ihr wurde ein ganzes Zeitalter benannt, das Viktorianische. Und das stand für Zucht und Ordnung. Alles hatte hübsch verhüllt zu bleiben. Die ersten Frauen, die auf ihre Rechte pochten, fand sie gefährlich und unnatürlich. Und solche Bilder waren für sie pure Pornografie, jedenfalls nach außen. Über die privaten Interessen der Königin kann man nur spekulieren. In Spain the best upper sets do it. Lithuanians and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old. Oh my gosh, that's not exactly my cup of tea. Not to mention the Finns. Folks in Siam. Close your eyes and think of England. Diesen Rat soll sie jungen Bräuten für die Hochzeitsnacht mitgegeben haben. Ihr Volk nahm der Queen sowas nicht weiter übel. Im Grunde dachten sie ja selber so. Wo immer Victoria hinkam, wurde sie gefeiert. Die Briten waren stolz auf ihr Imperium. Immer mehr Staaten sammelte die Königin, so wie andere Schmetterlinge. Manchmal soll sie sich vor Freude an ihrem Lieblingsgetränk, einem Vorläufer der Coca-Cola, verschluckt haben. India, it's mine. The Dominion of Canada, mine also. Mm-hmm.
Schwuppdiwupp mal eben über 5 Kontinente. In Victorias Reich ging die Sonne niemals unter. (lacht) 1877 wurde Victoria auch Kaiserin von Indien. Sie liebte dieses Land nicht nur wegen seiner exotischen Schönheit. Ihre Macht hatte jetzt den Zenit erreicht und der Handel mit Indien machte Großbritannien noch reicher. (64 Jahre hat sie regiert. Eine könnte den Rekord allerdings brechen. Ihre Ururenkelin, die Dame des Hauses dort drüben. Und zwar genau im Jahre 2018. Dann wäre Charles allerdings schon 70. Wie auch immer, God save the Queen. Und sie trägt die Krone ihrer Ururgroßmutter. Jedes Jahr zur Parlamentseröffnung. Die arme Queen hat danach wahrscheinlich Kopfschmerzen. 1 Kilo Weißgold und Edelsteine trägt sie auf dem Haupt. My lords, pray be seated. Wer weiß, vielleicht kommt die Queen ja ab und zu mal hierher, um nachzusehen, ob ihre Kronjuwelen noch da sind. Denn die werden ja schließlich im Tower aufbewahrt. Also die Kronjuwelen muss man auf jeden Fall gesehen haben. Da stecken nicht nur einige der wertvollsten Diamanten der Welt drin, sondern auch viele Kapitel Weltgeschichte. Da oben werden sie gehütet und dürfen übrigens das Land nie verlassen. Das würde England Unglück bringen. Und deswegen hat die Queen, wenn sie unterwegs ist, immer das handliche Reiseset dabei. In England wurde auch das Zeitalter der industriellen Revolution eingeläutet. Kein Wunder. Aus den vielen Kolonien kamen Rohstoffe ohne Ende und Fabriken schossen wie Pilze aus dem Boden. Das hat unsere Welt mindestens so auf den Kopf gestellt wie die Erfindung des Computers. Wohl nichts hat nach der Erfindung der Schrift die Welt mehr verändert als die industrielle Revolution. Und hier in England hat sie angefangen. Spinnmaschinen, Webstühle, Eisenbahn und Dampfmaschine, alles wurde von cleveren Briten erfunden. Tja, wenn es viel regnet, wird ein Volk offensichtlich erfinderisch. Irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben. Und über die Themse fuhren immer größere Schiffe mit noch mehr Waren und Maschinen. Und die Tower Bridge, das ist so eine Art Triumphbogen für diese Zeit des unglaublichen Aufbruchs. Damals begann die unaufhaltsame Beschleunigung. Das machte die Arbeit immer monotoner und die Arbeiter wurden immer mehr ausgebeutet. Sie mussten jetzt plötzlich mit Maschinen konkurrieren, die 10-mal schneller waren als sie selbst. Niemand hat den Fluch der Moderne besser gezeigt als Charlie Chaplin in seinem Film Modern Times. Charlie, das sind doch irgendwie wir alle. Heute umso mehr. Kinders, ist das warm hier. Hier wird bei 1500 Grad Eisen geschmolzen. Die Hölle der Moderne, so nannte jemand mal die industrielle Revolution. Und er hätte dem wahrscheinlich zugestimmt. Der große, bärtige Vordenker aus Trier, Karl Marx. Dabei glaubte er weder an Hölle noch an Himmel. Und er war auch nie in solchen Fabriken, in denen damals die Arbeiter ausgebeutet wurden, die er aber so genau beschrieb. Er war nicht einmal in der Fabrik seines Freundes Friedrich Engels. Der Fabrikant Friedrich Engels war der reiche Sponsor von Karl Marx und gründete mit ihm eine Zeitung. Und mit Engels schrieb Marx auch das Manifest der Kommunistischen Partei, das mit dem Aufruf endet: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Da ist eine Menge Ideologie drin, aber die beiden beschrieben auch vieles, was dann später eintrat. Die Weltgeschichte sah Marx als eine Geschichte von Klassenkämpfen.
So steht es in seinem späteren Buch Das Kapital. Mit seinem eigenen Kapital konnte er eben nicht so gut umgehen. Manchmal konnte er das Haus nicht verlassen, weil seine Maßanzüge wieder mal im Leihhaus gelandet waren. Dann vergnügte er sich eben mit der Haushälterin, mit der er später auch ein Kind zeugte. Also besonders sympathisch soll er angeblich nicht gewesen sein. Aber er war sehr klug. Und schließlich forderte er die Weltrevolution. Völker, hört die Signale. Und sie hörten sie. Seine Ideen dienten lange nach seinem Tod den kommunistischen Diktatoren als Rechtfertigung für ihre Terrorregime. Ob in Ostdeutschland, Russland oder China, dafür kann er nichts. Karl Marx war sicher der einflussreichste deutsche Denker nach Martin Luther. Er hat die Welt verändert. Lange Zeit verbrachte Marx im Tabakqualm seiner Studierstube. An seinem visionären Mammutwerk Das Kapital, darüber wie Wirtschaft funktioniert, schrieb er quälerische 15 Jahre. Geschichte wird gemacht, das geht voran. Bitte. Keine Marx hat geahnt, dass es schlimm enden könnte, wenn man seine Theorien in die Praxis umsetzen würde. Wenn das je passiert, soll er zu seiner Frau gesagt haben, dann verschwinden wir lieber. 1883 starb Karl Marx, rechtzeitig vor allen Revolutionen. Gerade mal 11 Trauergäste erschienen zu seiner Beerdigung. Es geht voran. So hieß auch die Motto-Show eines ganzen Zeitalters. Der Eiffelturm gehört dazu. Da soll ich jetzt rauf, aber die haben zum Glück einen Aufzug. Gehört sich ja auch so bei einem technischen Wunderwerk. So wurde der Turm damals genannt. Ich bin hier wegen eines Versprechens. Der Eiffelturm steht für das Versprechen einer besseren Welt. Glauben Sie nicht? Als er 1889 zur Weltausstellung eingeweiht wird, verspricht dieser Turm, dass die Technik die Menschheit in unglaubliche Höhen führen wird. Dass der technische Fortschritt immer weitergeht. Das erste Bauwerk der Welt, das die gotischen Kathedralen an Höhe übertraf. 318 Meter. Sensationell. Doppelt so hoch wie der Kölner Dom. Und das alles in nur 16 Monaten Bauzeit. Jetzt war alles möglich. So optimistisch wie damals war die Menschheit nie wieder. Doch dann zeigte die Technik ihre dunkle Seite. Die Großmächte stürzten 1914 die Welt in einen fürchterlichen Krieg. Deutschland hatte daran großen Anteil. Kaiser Wilhelm II., der ohnehin für sein Säbelrasseln berühmt war, wollte Österreich im Kampf gegen die aufmüpfigen südslawischen Völker unterstützen. In Berlin erklärte Kaiser Wilhelm 1914 tollkühn vom Balkon des Stadtschlosses Russland, das mit Serbien verbündet war, den Krieg. Um einem Zwei-Fronten-Krieg zuvorzukommen, ließ Kaiser Wilhelm II. Truppen gen Westen marschieren. Irgendwo zwischen Paris und der deutschen Grenze wollte man die Franzosen schlagen, die Partner der Russen waren. Europa wurde zum Schlachtfeld. Deutsche und Österreicher auf der einen, England, Frankreich und Russland auf der anderen Seite. Und die holten sich auch noch Verbündete zu Hilfe. Dann griffen auch die USA in die Kämpfe ein, die jetzt wirklich zum Weltkrieg wurden. Einen Krieg wie diesen hatte es noch nie gegeben. Es wurde eine unglaubliche Materialschlacht. Neue Waffen wie das Maschinengewehr, Giftgas und Panzer machten das Sterben anonym. Das war sie also, die Kehrseite des Fortschritts. Was haben wir uns auf diesem Kontinent alles angetan?
Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Soldatenfriedhöfe und Schlachtfelder wie in Europa. Das von Verdun kann den traurigen Anspruch erheben, das Schrecklichste gewesen zu sein. Unglaubliche Verluste auf beiden Seiten. 1916 fielen allein hier mehr als 300.000 Soldaten. Die Soldaten suchten in Gräben Schutz. Aber das half alles nichts. Gegen die neuen Waffen war niemand gefeit. Das Wort Verluste sagt sich so leicht dahin. Wie groß mag wohl der Verlust der Simons aus der Vendée gewesen sein, als sie die Nachricht erhielten, dass ihr André gefallen war? Das ist er. Wie jung er aussieht. Geboren 1896, gefallen 1916. Hier in diesen Bombenkratern. Mit gerade mal 20 Jahren. Wenn man sich seine Augen so anschaut, dann war er bestimmt sehr neugierig auf das Leben. Was wohl aus ihm geworden wäre. Das hier ist Alois Siegel, ein Bayer. Er sieht zwar auf diesem Foto ein bisschen älter aus, aber auch er war gerade mal 20 Jahre alt, als er am 8. August 1916 fiel. Lehrer wollte er werden. Und zu Hause wartete seine Verlobte auf ihn. Der Stahlhelm war gerade erfunden worden. Ihm hat es nichts genützt. Ich würde den beiden gerne von der deutsch-französischen Freundschaft erzählen und dass wir manchmal etwas aus der Geschichte lernen, aus ihrer Geschichte. Noch während der Erste Weltkrieg in Europa tobte, brach weit im Osten in Russland ein ganz anderer Kampf los, der die Welt verändern sollte. Der Zar, immer noch Herr über das größte Land der Erde, hatte seinen Sitz in St. Petersburg, der Stadt an der Neva, die sein Urahn Peter der Große gebaut hatte. Minus 30 Grad sind es hier gerade. Alles eingefroren, so wie damals das Denken des Zaren. Nikolaus II. Hieß er. Er wollte Russland, wie seine Vorgänger, als Alleinherrscher regieren. Wie viele ihrer Vorfahren auf dem Thron hatten der Zar und seine Frau Alexandra irgendwie ein taubes Ohr für die Stimmungen und Sorgen ihrer Untertanen. Sie dachten wohl, die Zarenherrlichkeit könnte ewig so weitergehen. Da trat ein gewisser Wladimir Iljitsch Uljanow auf den Plan. Kampfname Lenin, Berufsrevolutionär. Aus seinem Schweizer Exil ließen ihn die Deutschen durch ihr Land ins Russische Reich fahren. Lenin gehörte zu den radikalen Bolschewiki, die Weltrevolution machen wollten. So einer würde Sand ins Getriebe des Feindes Russland bringen, hofften die Deutschen. Und tatsächlich, die Revolution ließ nicht lange auf sich warten. Der alte Panzerkreuzer, der hier so friedlich am Ufer der Neva vor St. Petersburg liegt, hat die letzten 100 Jahre russischer Geschichte erlebt. Ganz schöne Rostlaube. Aber ohne den Panzerkreuzer Aurora wäre die Weltgeschichte ganz anders verlaufen. Hier hat alles angefangen. Mit einem Schuss aus dieser Kanone. Das war das Signal für den Sturm der Bolschewiken auf das Winterpalais dort drüben. Die Oktoberrevolution begann. Die Saat für Revolutionen ist ja eigentlich immer die gleiche. Armut, Hunger, Not. Zar Nikolaus II. Hatte sein Volk durch Kriege ausgeblutet. Jetzt schlug das Volk zurück. Die Grausamkeit der Bolschewiken kannte keine Grenzen. Das Herrscherpaar mit seinen 5 Kindern wurde festgenommen, verschleppt und später von Rotgardisten erschossen. Der Winterpalast wurde jetzt Sitz der Räte der Sowjets, die Russland ab sofort regierten. Mit Lenin an der Spitze. Was Karl Marx gedacht hatte, hier wurde es in die Praxis umgesetzt, in diesen spießig-bürgerlichen Räumen.
Hier lebte Lenin und formulierte seine Aufrufe zur Revolution. Das ist Lenins Originalschreibmaschine. Und was hier entstand, war tatsächlich so etwas wie eine Religion. Und zwar eine, die über Leichen ging. Mit Marx als Gott und dem Aufruf Proletarier aller Länder vereinigt euch. Das konnte nicht gut gehen. Denn solche Ideologien bringen Leute wie ihn hervor. Josef Stalin, Chef der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, oberster Befehlshaber der Roten Armee. Gegner wurden in Lager gesteckt oder gleich hingerichtet. Für den Tod vieler Millionen Menschen war er verantwortlich. Kein Wunder, dass er am Anfang den Tyrannen Adolf Hitler so toll fand, der bald Deutschland ins Unglück stürzen sollte. Hitler nutzte die Not der Menschen und ihr gekränktes Selbstbewusstsein nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg aus und versprach ihnen, was sie hören wollten. Arbeit und Wohlstand, aber auch Ansehen in der Welt. Dann hatte er die Macht und fing an, die Gesellschaft umzubauen zu einer Diktatur. Alle und alles im Gleichschritt. Der Wille des Führers ist Gesetz, hieß es. Was für ein gespenstischer Tag, dieser 30. Januar 1933. Hitler ist zum Reichskanzler ernannt worden. Die Nationalsozialisten feiern den lang ersehnten Tag der Machtergreifung mit einem Fackelzug durch das Brandenburger Tor. Die Wahnidee vom Dritten Reich nach Karl dem Großen und Bismarck soll ein neues Zeitalter einläuten. Aber an diesem Tag beginnt der Weg ins Unheil. Die Nationalsozialisten lösten Parteien auf und Parlamente. Die Erziehung wollten sie nicht den Eltern und der Schule überlassen. Jetzt gab es die Hitlerjugend und den Bund deutscher Mädchen. Alles genormt. Dann verabschiedete Hitler seine Soldaten in den Krieg. Am 1. September 1939 überfiel er Polen. Nun wachten die Nachbarn auf. Zwei Tage später erklärten England und Frankreich Deutschland den Krieg. Für Hitler waren die Deutschen ein Volk ohne Raum. Und den wollte er sich jetzt holen. Woher kam bloß dieser ganze Wahnsinn? Germanische Stärke war das Zentrum von Hitlers Ideen. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass germanische Mythen von Schlachten, Morden und Kämpfen geprägt sind, was ja perfekt in sein Weltbild passte. Kranke Fantasien vom Herrenmenschen kamen dazu. Und schließlich begann das entsetzlichste Kapitel deutscher Geschichte, die Vernichtung der Juden. Sie mussten einen Stern tragen und wurden von 1941 an deportiert. Die Nazis setzten eine Vernichtungsmaschinerie in Gang, die jedes menschliche Vorstellungsvermögen übersteigt. Überall in Europa wurden Juden verfolgt. 6 Millionen wurden ermordet. Aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle, Sozialdemokraten, Kommunisten, Oppositionelle. Später wollte keiner etwas gemerkt haben. Auch die Welt sah zu. Ich bin in Israel, der Heimat der Juden, auf dem Weg zu einer Gedenkstätte. Sie heißt Yad Vashem. Das ist hebräisch und bedeutet Denkmal und Name. In der Bibel sagt Gott zu einem Fremden: Euch allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal. Einen ewigen Namen will ich euch geben, der niemals vergehen soll. Nur wenn man hier stumm bleibt, hört man die Schreie der Millionen Opfer, deren Namen hier verewigt sind.
Der Wahnsinn des Krieges nahm seinen Lauf. Hitler hatte einen Nicht-Angriffspakt mit Stalin geschlossen. Aber 1941 standen deutsche Truppen vor Moskau. Für den frühen Wintereinbruch waren sie nicht ausgerüstet und wurden eingekesselt. Aber Hitler, der sich als größten Feldherrn aller Zeiten sah, wollte nicht kapitulieren. Auch Amerika war längst im Spiel. Und 1944 setzte es von der anderen Seite des Atlantiks zum großen Schlag an. An diesem Strand in der Normandie wird man sehr nachdenklich. Der hier im Sand Verblutete war vielleicht das einzige Kind seiner Mutter. Dort drüben starb vielleicht ein Familienvater und hat sein jüngstes Kind nie gesehen. Wie viele unvollendete Leben. Und alle wollten sich ja keine Helden sein. Aber wir Nachgeborenen haben allen Grund, ihnen dankbar zu sein. Denn sie starben für die Freiheit unseres Kontinents. Sechster Juni, D-Day, der sogenannte längste Tag. Tag der Entscheidung, der Befreiung. Die Landung der Amerikaner in der Normandie. 5.300 Schiffe, 170.000 Mann. Was wäre gewesen, wenn sich das hier alles ganz anders abgespielt hätte und die Invasion gescheitert wäre und die mehr als 5.000 Schiffe nach England hätten zurückkehren müssen und die Landungstruppen vernichtet worden wären? Man mag gar nicht daran denken. Jedenfalls, als der längste Tag zu Ende ging, war der Anfang vom Ende Nazi-Deutschlands besiegelt. Die Stadt, von der so viel Unheil ausgegangen war, lag 1945 in Schutt und Asche. Die Bilanz des verheerendsten Krieges der Menschheitsgeschichte lässt schaudern. 60 Millionen tote Soldaten und Zivilisten. 6 Millionen Opfer des Holocaust. 11 Millionen Kriegsgefangene, 20 Millionen Flüchtlinge, Kinder, die zu Waisen geworden waren. Nach der Kapitulation am 8. Mai musste es erstmal weitergehen. Die Städte wurden wieder aufgebaut. Und die drei Hauptalliierten, USA, Großbritannien und die Sowjetunion, teilten Europa in einen amerikanischen und einen sowjetischen Einflussbereich auf. Westdeutschland wurde mit Hilfe der Amerikaner zur Demokratie. 1949 wurde die Bundesrepublik gegründet. Es muss nach all dem Elend eine großartige Zeit gewesen sein. Das Wirtschaftswunder kam und mit ihm so viel Hoffnung und Aufbruchsstimmung. Dann komm ich verlegen und verstehen. Wenn du sagst, all right, dann hab ich immer für dich Zeit, stundenlang. All überall der Hammer ertönt, die werkende Hand zu uns spricht. Der östliche Teil unterstand der Sowjetunion und blieb bis zum Schluss ihr treuster Vasall. Die DDR entstand. Kein Zwang und kein Drill, der eigene Will. Auch im Arbeiter- und Bauernstaat wurde kräftig aufgebaut. Aber die Wirtschaft kam nicht in Gang, so sehr sich der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht auch verrenkte. Schließlich zerfiel erst der ganze Kontinent, dann die Welt in Ost und West, in frei und unfrei. In den nächsten 50 Jahren war Kalter Krieg. Die Berliner Mauer wurde gebaut. Was für ein hilfloser Akt. Mit unglaublichem Aufwand versuchte die DDR, einen totalen Exodus zu verhindern, nachdem schon 3 Millionen Menschen das Land verlassen hatten. Die Mauer in Berlin und der Todesstreifen, der Deutschland teilte, gehören zu den größten Schandmalen der Geschichte. Die Amerikaner testeten schon mal Atomwaffen für den Fall des Falles. Und dann kam die Kuba-Krise. Moskau
richtete einen Militärstützpunkt auf der Insel Kuba vor der amerikanischen Küste ein und lieferte heimlich Raketen. Auch der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer war informiert und besorgt. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy forderte den sofortigen Abtransport der russischen Raketen. Sein russischer Kollege Nikita Chruschtschow sagte: Einverstanden, aber ihr Amerikaner müsst eure Raketen aus der Türkei abziehen. Was dann auch geschah. Die Welt war ganz knapp an einem Atomkrieg vorbeigeschrammt. Und was das bedeutete, wussten seit dem Abwurf der Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima im Jahre 1945 alle. Dann kam John F. Kennedy, der amerikanische Präsident, nach Berlin, der größte Hoffnungsträger der Deutschen. Er pflanzte in ihnen den Glauben an den Sieg der Freiheit. Den Bau der Mauer hatte er stillschweigend akzeptiert. Aber seine Fahrt durch Berlin war wie ein Triumphzug. Vor dem Schöneberger Rathaus las Kennedy von einem Zettel einen Satz in deutscher Sprache ab. Ich bin ein Berliner. Damit Kennedy diesen Satz auf Deutsch hinbekam, hatte er ihn sich aufgeschrieben. Und zwar so. Ich bin ein Berliner. Und dann steht da noch Civis Romanus Sum. Ich bin ein Bürger Roms. Kennedy nannte das den stolzesten Satz der Antike. Jeder Bürger des Römischen Reiches konnte sich auf seine Rechte berufen. Und nun wussten nicht nur die Berliner, da gibt es jemanden, für den ist das oberste Gebot die Freiheit. Und er beschützt uns. Und Kennedy sagte: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Warum die Kennedy-Rede so genial war, weil sie ein für alle Mal klar machte, worum es ging. Um Freiheit. Und dass das kommunistische System jenseits der Mauer unterging, hat auch mit der Rede Kennedys vor dem Schöneberger Rathaus zu tun. Und mit diesem Zettel. 5 Monate später, an einem sonnigen Tag in Dallas, Texas, wurde John F. Kennedy ermordet. Kaum ein Ereignis im 20. Jahrhundert hat die Welt so erschüttert. Soziale Gerechtigkeit und Frieden hatte er sich auf die Fahnen geschrieben. Viele Hoffnungen und Träume, nicht nur der Amerikaner, wurden mit ihm zu Grabe getragen. Aber er hinterließ auch ein schwieriges Erbe. Kennedy hatte die Grundlagen für den Vietnamkrieg geschaffen. Der Kalte Krieg zwischen Freiheit und Diktatur in Vietnam wurde er jetzt ausgetragen. Mit Napalmbomben. Die USA, das Mutterland der Menschenrechte, verloren ihre Unschuld und hatten schon verloren. Die Guerillakämpfer des Vietcong kannten ihr Terrain und waren bereit, ihr Leben für ihr Land zu opfern. Die Amerikaner konnten hier nicht siegen. Der Weltpolizei USA sind Grenzen gesetzt. Das zeigte sich in Vietnam zum ersten Mal. Und die Sinnlosigkeit solcher Kriege blieb nicht mehr unwidersprochen. Der Frust einer ganzen Generation machte sich Luft. Mit der Hippie-Bewegung, mit Funk und Blues wurde der Mythos vom anderen Amerika geboren. Und er eroberte die ganze westliche Welt. Auf der anderen Seite im Ostblock herrschte nach wie vor Eiszeit. Das Militär und die kommunistische Einheitspartei gaben weiter den Ton an. Die alten Betonköpfe dachten nicht daran, Reformen zuzulassen. Und die halbe Welt, die sie beherrschten, war weiter unfrei. Die Puppe in der Puppe, die Matjoschka, gehört zu Russland wie Wodka und Balalaika und ist wahrscheinlich das schönste Symbol dafür, dass sich eigentlich nichts verändert. Denn nach den Zaren und Lenin kamen Stalin, Chruschtschow und Brezhnev. Die Gesichter änderten sich, aber allesamt waren sie heiße oder kalte Krieger und Diktatoren. Das änderte sich erst mit Gorbatschow und Jelzin. Aber wie sagen die Russen so schön, in unserem Land
ändert sich alle 5 Jahre alles, aber 200 Jahre lang ändert sich nichts. Eben. Und das ist vielleicht die eigentliche Bedeutung der Puppe in der Puppe. Die Figuren da drinnen ändern sich, aber die hier bleibt. Mütterchen Russland. Und mit diesem Mütterchen kuschelten die ostdeutschen Machthaber am längsten. Sie mochten sich einfach nicht von der großen Utopie, der Hoffnung auf eine bessere Welt durch Kommunismus trennen. Ein Schritt, den der neue Chef im Kreml, Michail Gorbatschow, längst gegangen war. Er hatte erkannt, dass mit Unterdrückung auf die Dauer kein Staat zu machen ist. Glasnost, öffentliche Diskussion und Perestroika, Umbau des gesamten Systems, gab es plötzlich. Gorbatschow machte dann richtig ernst. Goodbye Lenin, Marx und Stalin. Halja. Grüß dich, Michael. Guten Abend. Hier Selbut. Dobrый вечер, Helmut. Aus Bonn. Ja, ich habe eine Nachricht für dich. Как дела? Wie sage ich es jetzt meinem Freund? Всем привет, Адрио. Ja, die Mauer. Da. Du weißt. Da. Honecker ist vorbei. Da. Die Mauer ist gefallen. Du, wir feiern gerade alle. Ich hoffe, du freust dich mit uns. Der Mantel der Geschichte. Michael. Der berühmteste Zaun der Weltgeschichte. Die ungarische Grenze wurde geöffnet und der Weg der DDR-Bürger in die Freiheit geebnet. Michail Gorbatschow hatte nicht eingegriffen. Die russischen Soldaten und Panzer in der DDR waren in den Kasernen geblieben. Die Deutschen hatten in einer friedlichen Revolution, ohne Blutvergießen, dem alten Regime den Garaus gemacht. 1989 fiel die Mauer. Also ich muss es ganz ehrlich zugeben. Jedes Mal, wenn ich durch das Brandenburger Tor laufe, ist mir ein bisschen feierlich zumute. Naja, es ist ja auch schließlich das Wahrzeichen unserer Nation. Und irgendwie hat es uns immer begleitet, durch die Höhen und Tiefen unserer Geschichte. Aber im Jahr 1989 hat es auch Weltgeschichte geschrieben. Die friedliche Revolution in Deutschland öffnete das Brandenburger Tor, das über ein Vierteljahrhundert lang die Grenze zwischen Ost-Berlin und West-Berlin, zwischen Warschauer Pakt und NATO markiert hat. Der Kommunismus war untergegangen. Ein Mann mit Hut hatte ein paar Monate vorher noch behauptet, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Irrtum, Herr Honecker. Die Geschichte hält niemand auf. Aber nicht überall war nach 1989 der Kommunismus am Ende. In China lebt er heute noch. Und zwar so, wie es nur das 1,4 Milliarden Volk hinkriegt. Im uralten Reich der Mitte war seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts die bäuerliche Revolution angesagt. Wer hätte gedacht, dass da mal der Kapitalismus blühen würde? Also ich nicht. Die Wirtschaft brummt in China wie sonst nirgends auf der Welt. Das Land mit seinem Einparteienstaat ist zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde geworden. Wer soll das noch verstehen? Vielleicht kann Meister Konfuzius helfen. Das ist sein Tempel, in dem er heute wieder verehrt wird. Konfuzius oder Meister Kong. Für die Chinesen ist Konfuzius so etwas wie für uns Europäer Goethe, Voltaire und Platon zusammen. Er lebte zur Zeit von Buddha und Pythagoras und er hatte tolle Sprüche drauf. Zum Beispiel, wer immer glücklich sein will, der muss sich oft verändern. Da haben wir es schon. Flexibel sind sie, die Chinesen, wenn es um ihren Vorteil geht. Ob Kommunismus oder Kapitalismus, egal. Hauptsache, es dient dem großen Ganzen. Der Einzelne
ist zwar wichtig, aber immer nur in der Beziehung zu anderen. Das garantiert Harmonie statt Chaos und umso runder läuft die Welt. Alles unter Kontrolle. Das sehen die Mächtigen von heute übrigens genauso wie damals die alten Kaiser. Konfuzius lebt. Die gucken immer so ernst bei ihrem Tai Chi. Also, natürlich können Chinesen auch fröhlich sein. Naja, vielleicht denken sie sich, guck, da kommt der arme Vetter aus Dingster, also aus Europa. Und Europa gehört uns sowieso bald. Vielleicht bewegt ja eines dieser Kinder die Welt irgendwann so wie die Helden des 20. Jahrhunderts. Mahatma Gandhi stand für Gewaltlosigkeit und Selbstbestimmung. Mutter Teresa war die Heilige der Armen und Ärmsten. Martin Luther King kämpfte erfolgreich gegen Unterdrückung und Rassismus. Und sein Nachfahre im Geiste, Nelson Mandela, kämpfte in Südafrika gegen Apartheid und für Demokratie. Irgendwo da draußen gibt es sie, die Einzelnen, die die Welt zum Guten verändern können. Wir müssen nur nach ihnen Ausschau halten und ihnen eine Chance geben. Am Anfang der Erde waren wir nicht da. Und am Ende werden wir auch schon längst nicht mehr da sein. Das behaupten manche. Wir Menschen würden genauso sang- und klanglos von diesem Planeten verschwinden wie 99% aller Arten vor uns. Schade wär's schon. Ich finde nämlich, es lohnt sich, hier zu sein und zu erleben, wie die Geschichte weitergeht.